Intro. So, wir spielen Call of Duty 2 und setzen fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir waren gerade mit einer Mission fertig und werden jetzt eine neue versuchen. So, und es scheint auch alles zu funktionieren im Stream. Das gefällt mir sehr gut, wenn wir alles reibungslos spielen. So, dann gleich meine nächste Mission. Hm. 2. Januar 1943. Die 6. Deutsche Armee ist von sowjetischen Einheiten bei Stalingrad umzingelt und bröckelt immer weiter ohne die dringend benötigte Versorgungslinie. Viele deutsche Soldaten, die in der Stadt gefangen sind und denen es an Nahrung und Munition mangelt, kämpfen unermüdlich weiter. Sie haben Sorge, Hans Dampf, du bist blau. Diejenigen töten, die sich ergeben. Die Kämpfe in den zerbombten Ruinen der Stadt werden sogar noch heftiger. Da will sonst noch jemand seine Farbe wissen? Block für Block Stalingrad zurückerobern. Machen wir dieses doch. 15. Januar 1943, 1 Uhr. Stalingrad, Schnee, minus 44 Grad. Alter, Genuss, die Deutschen haben ein paar Batmans an dieser Straße eingenommen. Wir müssen sie eins nach dem anderen zurückerobern und dann das Munitionslager nahe des Rathauses zerstören. Und los! Okay. Was haben wir als Waffe? Oh, eine Pistole nur. Deutsche! Oben im ersten Stock! Alter. Und wir können uns leben, was mir sehr gefällt. Hans Dampf, du bist ein dunkles Blau, also wirst mir auf jeden Fall so angezeigt. So. Weg damit! Keiner braucht MG42. So. Können wir hier hoch? Super geil. Oh, ein Teddy. Ja, ich hatte Pistole. Oh shit, ich kann den Panzer nicht aufsprengen. Das war eine schlechte Situation für uns. Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Das wird die Kommunisten aufwärmen! Leute, wir haben ein Problem. Wir können den Panzer nicht kaputt machen. Oder? Ist das hier der Plan? Wie gemein, dass sie alle zueinander sind. Ah ja. Sie sind ein Kind, was hier nicht gut gemacht. Bringen Sie jetzt die Ladungen hinten am Panzer an. Tötet die Feinde! Ah! Jetzt weg! Nein! 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 So.
Schon wieder eine Frau in unseren Reihen. Die halten doch wieder kein Meter durch. Kennen sie doch. Schlittschuh-Training war super. Es waren zwei Trainerinnen mit am Start und die haben einem das echt gut beigebracht. Und das hat sehr vielen geholfen. Aber ich sehe keine Siegchance für mich und ihren. Weil es gibt einfach Favoriten, die können einfach... Die sind doch einige Stufen über uns, sage ich. Ich kann höchstens mit... Doch, sind sehr viele hingefallen. Auch ich bin hingefallen. Jeder ist hingefallen, würde ich behaupten. Selbst die Guten, die es konnten, sind hingefallen. Sehr schön, das bringt doch nichts hier. Wer bist du eigentlich? Achso, wir müssen hier weiter. So, der hüpft hier einfach runter. Ah, okay, ihr lenkt die ab. Und wir kommen jetzt einfach von hier. Und ballern uns hier. Shit. Ah, da ist der. Hab ich nicht gesehen. Shit, das waren zwei Granaten. Ich glaube, der Chat darf entscheiden. Der Chat und die Jury. Wahrscheinlich gibt es so eine zweigeteilte Punkteverteilung. Aber wie es genau aussieht, habe ich keine Ahnung. Ich bin auch nur... Tänzer. Mehr kümmere ich mich da auch gar nicht drum. Alter. Benutzt die Granaten. Ihr seid auch witzig. So. Apartmentgebäude. Na, so viel Apartment ist ja nicht mehr. Was hat denn deine Mutter mit dem Krieg zu tun?